Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. War von da? Ach, nee, gar nicht. Ich weiß, es ist entlistet. Ich wusste, ich mache den Fehler irgendwann. Ja, ihr habt schon gehört, heute mit Pulitzer. Guten Tag. Und heute spiele ich ein bisschen hier bei den USA weiter. Da bin ich kurz davor, dieses Owen Mark I Maschinenpistölchen freizuschalten. Und da werde ich mir heute jetzt die restlichen Forschungspunkte für holen. Sogar beim Einloggen noch einen 50% Booster bekommen. Es wird also nicht schief gehen können. Bestimmt nicht. Es wird voll super. Und dann schauen wir mal, wohin das heute führt. USA zwar Rang 2, der ist ja ganz gut ausgestattet. MPs, die ich gerade habe, die machen mehr Schaden. Haben zwar eine niedrigere Feuerrate, aber mehr Schaden. Und das finde ich besser, wenn ich ehrlich bin. Ja, weiß ich, also ich habe ja, wie gesagt, gestern gesündigt. Ich habe mir zwei Squads gekauft und ich habe tatsächlich geschwankt bei den Deutschen zwischen dem STG 45 und dem Krieghoff Fallschirmjäger Sturmgewehr. So. Die STG 45 ist eher hier im Spiel als Maschinenpistole gebaut. Okay. Das heißt, die ist relativ stabil, macht aber recht, also nicht recht wenig Schaden. Die macht für eine Maschinenpistole, glaube ich, relativ viel Schaden sogar. Aber ist halt deutlich stabiler. Aber wie gesagt, macht nicht so viel Schaden. Die Krieghoff macht extrem viel Schaden. Ist dafür ziemlich instabil, wenn man sie aus dem Stehen feuert. Aber wenn du dich damit hinlegst, ist sie Okay. super stabil. Und da habe ich auch gestern überlegt, was ist mir jetzt wichtiger? Ich habe mich tatsächlich dann auch für einen Schaden entschieden. Halt unter der Voraussetzung, dass ich das Ding eher wie ein MG-Squad spiele, aus dem Hinterhalt quasi irgendwo hinlegen und dann gib ihm. Ja. Und das ist echt mächtig. Also, ich weiß nicht, ob ich immer auf Schaden gehen wollen würde, aber da habe ich es gestern auch gemacht. Ja gut, aber in einem MP spielst du ja eh eher aus der Nähe. Ja. Und da finde ich, habe ich halt zumindest ich so kennengelernt, dass ich lieber ein bisschen mehr Schaden mache. Weil du hast selten viel Zeit zum Reagieren. Ich habe hier eine ganze Rotte hier rüben. Ja, ich baue gerade hier noch einen Spawnpunkt. Und komme jetzt auch hochgelaufen. Hier sind unsere Jungs, auf die muss ich nicht schießen. Boah, hör auf dich. Normalerweise. Immer diese Stop-and-Go-Leute, ey. Die laufen, dann bleiben sie stehen. Hasse es. Oh, Oh, Kacke. da ist direkt einer vor mir gewesen. Bei mir auch. Gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Mich hat Oh, dann. kommt das jetzt überall her? Nein! Oh, der hat eine Maschinenpistole. Komm, ich muss mich in Sicherheit bringen irgendwie. Ja, das ist halt so eine Sache bei den Amis. So in dem unteren Battle Ratings, die Maschinenpistolen sind alle scheiße. Findest du? Also, gut, ich habe jetzt hier eine Premium Thompson, die finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Okay, das Ja, ist irgendwo ein genau. Aber zum Beispiel Scharfschütze. die Sten oder sowas, die ist halt echt nicht gut, finde ich. Ja, die, ja, wenn man Oder die sammelt, dann wurde es Grease Gun zerstört. ist auch nicht gut. Da finde ich die bei den Deutschen und bei den Russen deutlich besser. Ja, gerade diese russische PPSH. Ja, gut, die ist ja lächerlich. Also, die hat ja so eine hohe Kadenz. Also, wenn du aber damit nichts triffst und nichts killst, dann machst du Ja. irgendwas ganz gehörig Da falsch. oben sind eine Menge Scharfschützen rechts auf dem Gebäude. Na gut, Da ich versuche oben. mich jetzt. Also wirklich, da sind locker mal zwei Squads oder so. Okay, versuche ich mal außen lang zu wieseln. Das müssen wir eigentlich erobern. Diesen Punkt da in der Mitte und dann werden die nächsten Punkte frei. Okay. Oh Mann, ey. Und meine. Mein Squad ist so dumm. Kommt jetzt gar nicht hochzulaufen, weil jetzt, wenn ich hochlaufe, werde ich von den Scharfschützen oben rechts erschossen. Ja, deswegen laufe ich gerade wirklich komplett außen rum. Ja. Oh Scheiße, das sind da viele. Jetzt haben sie einen guten Punkt. Ja, das ist in dem Modus oft so, wenn man den ersten Kontrollpunkt verliert, verliert man auch am Ende die Runde. Ja.
Aber schauen wir mal, ob wir das nicht noch retten können. Leider ein bisschen alleine gerade auf der Seite. Egal. Guten Sammelpunkt muss ich jetzt hier nicht mehr hinbauen, wenn jetzt über den Hügel rennen, dann baue ich lieber ein bisschen weiter hinten. Ich bin mal gespannt, ich stehe jetzt hinter denen quasi, wenn die gleich anfangen zu laufen. Ich verspreche mir viel. Boah, das war wirklich, hier hätte ich den gerade geschossen. Und Panzer 3N. Ah, mies. Okay, warum sind hier alle Gegner tot? Nicht der beste Start in die Runde, aber oft kann man das dann hier noch rumreißen. Easy. So, bin jetzt auch endlich mal tot, ich komme zu dir. Na, ich schlafe jetzt mal über die nördliche Flanke so ein bisschen. Aber ist ganz interessant, also. Ich habe jetzt die letzten paar Tage immer wieder so ein, zwei Runden pro Tag gespielt. Ich bin jetzt tatsächlich wieder ganz gut im Spiel drin. Also man lernt es wieder relativ schnell. Ja. Ich spiele auch meistens so ein, zwei Runden, wenn ich Lust habe. Also ich logge mich ein, dann gucke ich, ob ich Lust habe. Ja. Und dann entweder ja oder nein. Also zumindest wenn ich einen Login-Booster bekomme, spiele ich die Runde. Einfach weil die sehr gut helfen. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht jeden Tag. Muss mal gucken, wenn ich jetzt dabei bleibe, ob ich mir vielleicht doch mal einen Monat Premium oder so gönne. Oder 180 Tage, es kostet 23 Euro. Es geht noch. Ohne Sale wohlgemerkt, aber ich glaube, da gibt es keinen Sale. Nee, für Premium gibt es gerade keinen Sale. Gab's da schon mal Premium-Zeit-Sale? Nicht, dass ich wüsste. Ja, weil das ist halt schon so in Anführungszeichen günstig. Also das ist ja, der normale Preis ist ja der günstige Preis von War Thunder quasi, Premium-Zeit. Ja. Richtig. Ach, ich liebe die. Das britische SMLE MK3. Ich finde das so gut. Wir schießen mit dem Rossmark 3, das finde ich ziemlich gut. Jetzt hat halt diesen 10-Schuss-Magazinkasten. Oder dann einzeln auch die die werden ja in 5er-Streifen geladen. Nein! Wo kommst du denn her? Oh, da vor mir sind einige. Ja, die bei mir ist gerade ganz schön nah ran. Ja, bei mir auch. Also, ja, gut, ich war 2 Meter neben dir. Hätte ich gerne mal einen MG42 Squad. Aber dann wärst du jetzt der Leidtragende. Naja, ich hab's mir noch nicht gekauft. Was könnten wir denn hier mal gebrauchen? Komm, ich geh mal. Ich geh mal ins Flugzeug, Ein, zwei Anflüge. Leider sagen die Map ist nicht sehr sniperfreundlich von unserer Seite aus. Nee. Du hast meistens auch einen besseren Vorteil, wenn du von der anderen Seite aus angreifst und dann runterkämpfen kannst. Das Map-Design ist leider Gaijin-mäßig. Ich krieg gerade kein schönes Schussfeld auf die Angreifer. Das ist ein bisschen doof. Muss ich mir was überlegen. Hab ich da was getroffen? Nee, hab ich nicht. Da ist ein gegnerisches Flugzeug. Oh, das hab ich. Nein, ich Idiot. Ah, ich hab die Klappentaste für War Thunder gedrückt und bin dann ausgestiegen. Weil die Klappentaste hier eine andere Taste ist. So viel zum Thema. Dreck Rage Quit aus meinem Flugzeug. Ach, schön hier oben. Ja, ich glaube, das letzte Mal haben die uns auch so komplett hier auseinandergenommen, weil sich hochkämpfen musste. Das war sogar auch in der Aufnahme. Ja, da habe ich diesen französischen Squad getestet. Und da haben wir auch den Weg, den Berg auf, haben wir komplett verloren. Also das ging auch relativ schnell.
Ey, was soll das? Schieß nicht auf mein Fenster. Mein schönes Fenster! Wenn man sich allein mal die Punkteverteilungen anguckt, wie viel unser Meister hat, mit gerade mal einer mit über 1000 Punkte, und wie das bei denen aussieht, dann... Weißt Bescheid. Ich glaube, ich bin jetzt mal so dreist und sage, diese Map ist bergauf nur sehr schwer zu gewinnen. Das ist aber eine wilde Theorie, Jan. Ja, wahrscheinlich werde ich in den Kommentaren dafür auseinandergenommen. Ja, also ohne Witz, ich habe eine sehr gute Scharfschützposition gerade und ich krieg alle paar Sekündchen mal so einen kurzen Blick auf einen, aber nicht so, dass man gut schießen könnte, ohne meine Position sinnvoll zu böse zu verraten. Ja. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Was ist dein echtes Fenster oder dein Spielfenster? Nein, das Spielfenster. Scheiße, jetzt haben sie mich gefunden. Ach Mann! Wo hat er mich denn bitte gesehen? Oh, Kacke. Da ist er ja. Die kommen schon über die Brücke drüber. Ja. Auch schon im Gebäude drin. Oh, Kacke. Ja, ich merk's gerade. Alter, sind da viele. Zumindest den Cap machen. Ich hab's versucht. Verteidigen, aber keine Chance. Oh nein, nicht sterben, ich wollte doch cappen. Oh, okay, das ist... Nein, das war ein Gegner, verdammt. Ist da ein Krat? Ja. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Ich weiß noch nicht, wie man sie sinnvoll einsetzen soll. Du fährst halt nur schnell zur Front, hast zwar ein MG drauf, aber... sehe ich jetzt nicht als so spannend an. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die irgendeine Special-Sache noch machen können. Au! Ich hatte es zerrissen, ich wollte doch nur in den Raum gehen. Ich war direkt neben dir. Okay, wir haben den Punkt. Sehr schön. Ja, da sind aber noch Gegner im Haus. Das ist mir jetzt egal. Au. Alter! Oh Gott, das sind überall Gegner. Ich brauche erstmal eine Waffe, ey. Irgendwas Schnelles. Da, da ist ein schönes Ding. Wow, mit 5 Schuss. Da ja viel von. Oh, das ist eine Schrotflinte. Die könnten mir jetzt gute Dienste leisten. Nein, und tot. Scheiße. Ja, so läuft's. Voller Trupp da in diesem Haus drin. Und nicht nur in dem Haus. Oh Gott, Bomben. Oh Gott, das ist ein kompletter Squad anscheinend gespawnt, rechts von unserem Punkt eben. Nix da, Kollege. Scharfschütze. Ich will rein, ich will rein. Hab ich gesehen. Okay, mal wieder. Hä? Kommt das denn jetzt her? LOL. Aua. Den. Also ist wieder außen rum. Jetzt gerade das komplette Squad gerissen. Oh, nee, das ist von uns, okay. Oh, da ist ein Panzer 3N wieder. Ach, der beste Rang 2 Panzer. Leider auch geschossen von ihm, das ist ein bisschen ungünstig.
Kann ich mir vorstellen, ja. Richtig eine kleine Waffe mal gerade. Schau, dass ich hier gleich mal direkt einen Punkt hinbaue. Spawnpunkt. Ja, hier ist gut. Was hast du gebaut? Moment, der baut jetzt. Das wird ich erster sein. Jetzt wieder spawnt. Da. Zack! Und bin ich da. Der Panzer ist direkt neben uns. Ja. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Jetzt mal hier hinten auf dem Hügel drauf und nehme einfach den hier in Vorteil. So clever! Wie weit kann ich den Hügel rauf, bevor ich angezählt werde? Schau nicht weit. Ich bin jetzt hier. Ich hab den Panzer. Und ich werde sofort schon beschossen. Oh mein Gott, wir sind ja schon komplett in der Kirche. Ich würde gerne die Kirche noch annehmen. Ich sehe. Ne, verdammt. Scheiße, die haben nicht bemerkt. Hier wenigstens. Ja, die laufen hinter dir quasi lang, ne? Ja, da, wo ich jetzt zum Beispiel. Ja, genau, das ist die ganze Rotte, die ich da gerade meinte. Krieg sie leider nicht. Ich habe kein gutes Schussfeld. Keine Granate mehr. Ich mag dieses Winchester-Gewehr hier. Ist auch von einem Premium-Trupp. Okay. Die laufen über die Brücke drüber, die Schweine. Die wollen ich glaube, wieder recappen. Entweder hier oder hier ist ein Punkt von denen. Okay. Achtung, du wirst beschossen. Hinter dir läuft einer. Vor mir ist auch ein. Ich versuche dich zu unterstützen, soweit es geht. Der kommt. Genau da, da, da. Ja. Du machst Nahkampf, oder? Ja, ich wollte Nahkampf machen. Ja, hier sind jetzt wieder Leute schon drin. Und dann die Munition aus, aber ich finde das Radio nicht. Ah, verdammt. Jetzt habe ich verloren. Ja, ich probiere es nochmal im Flugzeug. Beim Panzer sehe ich mich jetzt auf der Map nicht. Naja, ist schwierig. Diesmal denke ich dran, die richtige Taste zu drücken. Hm. Was ist denn die richtige Taste? Du machst die Klappen mit 1 und 2, machst du sie auf und zu. Okay. Ja, ich hab's nicht umgelegt, weil irgendwann hatte ich mich einfach mal dran gewöhnt, aber jetzt gerade bei irgendwie. Ich war ja auch schon beim Anmoderieren im War Thunder. Bisschen, ja. Ich hab statt dem Panzer bekommen mit der Rakete. Nice. Nehme ich doch sehr gerne. Was? Wo muss ich denn jetzt so weit laufen? Was ist das denn jetzt? Oh, dann finde ich nicht gut. Hä? Warum ist das jetzt passiert? Kannst du mir das erklären? Was denn? Ich war auf der anderen Flussseite den Hügel hoch und auf einmal wurde das Schlachtfeld kleiner. Warum? Es hat sich doch nichts geändert gerade an der Situation. Das weiß ich nicht. Das fand ich nicht gut. Vielleicht kann das jemand in den Kommentaren erklären. Also, die Map wurde gerade einfach kleiner. War nicht frech, hatte eine schöne Position. Hm. Von wo kommen die? Weißt du das gerade? Ja, da wo ich war halt. Wer mich da nämlich jetzt mal. Von dem Hügel halt her. Ach, na gut, dann wird man Antillerie wahrscheinlich nichts holen. Also die sind halt einfach gegenüber auf der Flussseite. Okay, vielleicht klappt das doch mit meiner Artillerie.
ich hätte jetzt so gern meinen MG42 Squad. Dann habe ich ja geholt. Ja, Squadmates rennen wieder vor meine Nase. Das ist okay. Ach, dieser gegnerische Soldat wollte auch ein Abenteurer werden, doch dann habe ich ihn ins Knie geschossen. Aber nicht mit einem Pfeil. Ja, das wäre witzig, wenn das gehen würde. Ja. Ich frage mich, was schlimmer ist, so eine 30-06 im Knie oder ein Pfeil? Ah, genau, jetzt ist mal... Oh Gott, ich springe auf den wunderbaren Trupp zu und auf meinen anderen Mann und natürlich ist dem seine Munition gerade leer. Kennt man, Classic. Okay, ich habe mich ja doch dann noch punktemäßig ganz gut regeneriert. Oh, kann man sich nicht beschweren. Das geht schon. Ich hatte schon Schlimmstes befürchtet und wir leben noch. Verlieren wir aber leider trotzdem. Ja, das... geht leider nichts. Aber wir haben doch noch einen ganz guten Kampf geliefert. Und doch mal wieder einen Spawnpunkt bauen. Also manchmal verstehe ich nicht... also ich... ziel quasi direkt auf einen Gegner und ich treffe nicht. Also ich stehe wohlgemerkt. Also RNG. Das ist... weiß ich nicht, also... oh, und das ist, der Gegner ist ja nicht mal weit weg oder so, also wo man dann sagen würde, gut, das ist halt die Streuung von der Waffe. Nee, das waren 10 Meter. Also manchmal kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Die hinter uns Scharfschütze. Okay. Aber um den werde ich mich jetzt kümmern. Ah, das von uns. Dass es kein Friendly Fire gibt. Oh, das wäre Katastrophe. So Trigger happy, wie ich da manchmal rangehe. Ah, ich kann gar nicht mehr rein, wir haben keine Nachschubtruppen mehr. Oh, okay. Wo ist denn der Herr Polizei? Da. Na, die kommen über rechts über den Hügel runter. Ja. Kann ich markieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, ja, ja. Zack. Den haben wir knapp verloren. Den Kampf. Ja, geht, aber. Viertel hatten sie noch. Aber ich habe meine Owen Mark 1 bekommen. Sehr gut. Ich habe nichts freigeschaltet. Ich forsche gerade den M1 Karabin. Ah, der Karabiner, ja. Der ist ganz cool. Der hat nur sehr wenig Trefferkraft. Hm. Oh, mach ich das nächste Mal weiter an der WLA. Ja, und das war's dann für heute. Das war dann die Aufnahme mit den USA. Ich hoffe, wir kommen keine Aufnahme mehr auf diese Map. Es sei denn, wir dürfen mal oben starten. Das wäre bestimmt spannend. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Einschalten. Sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Tschüssi.